Ich werde wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen nur noch damit beschäftigt sein, Geschenke einzupacken. 150 PlayStation, 337 Ritterrüstungen, Lichtschwert, 1.500.000 Kuscheltiere und natürlich soll ein Riesenberg Süßigkeiten noch dabei sein. Aber nicht nur das, auch die Mamas und Papas wollen ja beschenkt werden. Naja, bei der Mama reicht ja auch ein bisschen Gold und Edelsteine wie jedes Jahr. Und der Papa ist, denke ich, mit einem kleinen 50-Zoll-Monitor zu machen. Da werde ich wohl wieder Überstunden machen müssen. Aber ich mache es doch gern, weil ich mich jedes Mal wieder freue. Weil wir am Heiligabend über ihre Geschenke freuen. Und die Briefe der kleinen Kinder, die ich alle machen lese. Moment, Chef! Was heißt hier, dass du Überstunden machen musst? Dass alle mit den Geschenken von dir glücklich geworden sind. Die Arbeit bleibt doch immer wieder an uns hängen. Genau! Was soll denn das? Euch ist wohl auf der Herfahrt der Polarwind links rein und rechts wieder rausgezogen. Soll das etwa ein Aufstand sein? Ja! Wir streiken! Genau. Wir wollen mehr Kekse! Und Zuckerstangen! Also ihr seid mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ja. Genau! Wir wollen auch ein paar Lob und Anerkennung für die vielen Geschenke! Und Milch und Kekse! Genau! Und Zuckerstangen! Und in den Sommerurlaub hast du uns auch noch nie mitgenommen! Aber wir haben nur noch 3 Wochen bis Weihnachten. Einen Vorschlag! Dieses Jahr verfahren wir noch wie bisher. Und ab nächstes Jahr werde ich mir vielleicht etwas überlegen, um euch eine Kompensation zu verschaffen. Abgemacht. So, und jetzt komm. Moment, Spichtel raus! Ja, was soll denn das jetzt? Kommt jetzt mit, wir müssen ein... Ho, ho, ho! Jetzt können wir dir mal zeigen, was wir von dem Vorschlag halten. Nichts mehr zu Weihnachten.
Das ist nicht deine Idee, Hund. Ja? Wirklich großartig gemacht. Ihr mit euren kindsköpfischen Streichen. Und was machen wir jetzt? Jetzt können wir wieder bei Null anfangen. Weihnachten wird dieses Jahr wahrscheinlich ausfallen. Wir nutzen den Ersatzsack. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ein Glück. Da ist doch alles ganz. Weihnachten ist gerettet. Pass gut darauf auf. Wenn das noch kaputt geht, dann haben wir gar nichts mehr. Hört auf, euch zu streiten! Wichteln! Sofort Aufstellung nehmen! Ab sofort! Mit Notfallplan Geschenke in Kraft! Das heißt, bei Amazon billige Geschenke kaufen! Die doppelte Anzahl der Geschenke in der Hälfte der Zeit verpassen! Keine Milch mehr! Kein Urlaub! Und jetzt kommt! Wir müssen das Weihnachtsfest retten! Werte Publikum, liebe Kinder, das Freilicht-Theater Waldenburg hat sich erlaubt, Ihnen einen Einblick in den schweren Arbeitstag des Weihnachtsmanns zu gestatten. Natürlich wird der Weihnachtsmann bis Weihnachten alle Geschenke für Sie verpackt haben. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein beschauliches Weihnachtsfest und hoffe, dass wir uns nicht